Hallo, ihr lieben Leseratten, herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht's um HDGDL von Valentina F. Ich habe das Buch aus dem Secondhand-Laden. Das Cover war so schön, einfach, es hatte mir gefallen. Und deswegen habe ich das mitgenommen, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass es ein Jugendbuch ist, aber ich lese ja gerne mal Jugendbücher. Und ja, jetzt habe ich es einfach mal dazwischen geschoben. Es schien mir etwas kürzer zu sein. Ich hatte gerade nicht so viel Zeit. In HDGDL geht es um Valentina, die uns aus ihrem Leben erzählt. Zusammen mit ihrer besten Freundin Martha entwickelt sie langsam Interesse an Jungs und versucht mit Hilfe einer Liste und Stichpunkten, wie man sich am besten einen Freund angelt, sich einen Freund zu angeln. Ganz einfach. Zu ihrem 14. Geburtstag wird diese Liste angelegt. Dann erstmal wieder vergessen. Ein paar Monate später findet Valentina die Liste dann wieder und macht sich sozusagen mit ihren Freundinnen und vor allem mit ihrer besten Freundin Martha so ein bisschen daran, einige Punkte auf der Liste auszuprobieren. Ich guck mal, ob ich die Liste gerade finde. Das ist es nicht, oder? Nee, das ist es jetzt. Nee, das ist jetzt nicht. Aber es ist ein bisschen weiter hinten. So, wir begleiten Valentina praktisch über ein Jahr von ihrem 14. bis zum 15. Geburtstag. Und hier ist die Liste. Was man tun muss, um unwiderstehlich zu werden, sind ja so Sachen, Schuhe mit hohen Absätzen, ein Nasenpiercing, das Valentina sich machen lassen möchte, die Frisur verändern, um gepflegt und elegant auszusehen, die richtigen Klamotten tragen. Das sind so Sachen auf der Liste und einiges davon möchten sie eben ausprobieren. Valentina ist so ein bisschen zurückhaltender. Sie ist ein Mensch, der ein bisschen mehr nachdenkt, bevor er handelt, quasi. Was dazu führt, dass sie sich auch sehr viele Gedanken darüber macht, was andere Leute von ihr denken. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, dass das im Jugendalter so war. Und dass man sich da viel zu viele Gedanken darüber gemacht hat, was die Leute denken. Sie hat viele, viele Szenen in dem Buch, viele Begebenheiten, wo sie der Meinung ist, sie kann sich dort und dort nie wieder sehen lassen, weil sie sich irgendwie so peinlich benommen hat oder gesehen wurde in einer peinlichen Situation. Wo man jetzt mittlerweile denkt, also eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment, ich erinnere mich gut dran, als ich noch jugendlich war, hatte ich auch einige von diesen Situationen und habe auch immer drüber nachgedacht, oh mein Gott, das kannst du nie wieder, jeder weiß es, jeder wird dich damit aufziehen. Also ich kann das gut nachempfinden, gleichzeitig merkt man aber mit der Zeit, dass das meiste davon echt nicht wichtig ist, dass die meisten Leute überhaupt nicht darauf achten. Aber na gut. Also das Buch war sehr interessant, muss ich sagen. Es hat mich sehr stark in meine Jugendzeit zurückversetzt. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Familie und eben um die Probleme mitten in der Pubertät, wenn dann langsam das Interesse an Jungs erwacht. Es hat mich recht stark erinnert an den Film La Boom. Ich weiß aber nicht so richtig, wieso. Es spielt natürlich wesentlich später, aber die ganze Grundstimmung im Buch hat mich sehr, sehr stark an La Boom erinnert irgendwie. Und das fand ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Es ist ein Film, den ich nicht, die beiden Filme, ich glaube, es gab zwei Filme oder drei, nee, ich glaube, es gab zwei Filme, habe ich jetzt nicht so oft gesehen, aber ich finde sie nicht schlecht. Wenn meine Tante und meine Mom diesen Film sehen, dann geraten die immer noch ins Schwärmen damals. Und da auf jeden Fall diese ganze jugendliche Stimmung, was da so rüberkommt, wenn man La Boom guckt, war genau dasselbe Gefühl, was ich hatte, als ich HDGDL gelesen habe. Und das war sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich fand es tatsächlich sehr lesenswert. Es hat auch nicht allzu viele Seiten und große Schrift, die Kapitel sind recht kurz, also man kommt auch schnell durch, man kann das einfach mal dazwischen schieben, so wie ich es quasi gemacht habe. Es hat insgesamt, ach da waren die Seitenzahlen, 206 Seiten und die Seitenzahlen stehen nicht unten, sondern an der Seite. Das hat mich beim ersten Mal schon irritiert, aber jetzt habe ich es wieder nicht mehr gefunden. Das Buch kostete normalerweise 7,95 Euro.
Ich habe dafür aber 1 Euro bezahlt, weil es aus dem Secondhand-Laden war halt. Ich habe gesehen, die Autorin hat noch mehrere Sachen geschrieben und sind vermutlich die meisten davon Sachen aus ihrem eigenen Leben. Finde ich okay. Ich fand es dadurch auch sehr authentisch, da sie höchstwahrscheinlich ihre eigenen Erfahrungen hiermit reingebracht hat, ihre eigenen Erlebnisse. Dadurch ist es wahnsinnig authentisch. Man kann sich wunderbar in ihre Situation hineinversetzen. Ich kann mich jetzt nicht so richtig daran erinnern, wie sie aussah. Aber ich denke, das ist auch Absicht, dass man sich selbst so ein bisschen auf die Hauptperson projizieren soll. Auf jeden Fall gab es noch andere Bücher von ihr. Mit Sicherheit gibt es jetzt auch noch mehrere. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat sie später mal irgendwas anderes geschrieben, keine Ahnung. Die Originalausgabe ist von 2007. Meine Ausgabe ist von 2015. Erstmals kam es raus in Deutschland im Mai 2008. So. Also es ist auch nicht mehr ganz das neueste Buch, könnte man so sagen. Also 2007 war Valentina dann wahrscheinlich, mit 15 hat sie das erste Buch geschrieben. Ja, also da war sie dann 15 im Jahr 2007. Gut, wenn sie in demselben Jahr veröffentlicht wurde, ich weiß nicht so genau. Egal. Auf jeden Fall, ich würde jederzeit noch was von ihr lesen, bin ich ganz ehrlich. Also falls ich irgendwo noch andere Bücher von ihr sehe, werde ich definitiv zugreifen. Ich fand es sehr amüsant, sehr lesenswert, auch sehr spannend, sehr authentisch. Ich kann es eigentlich nur ans Herz legen. Es war eins der besseren Jürgen-Bücher, fand ich. So. Meine Ausgabe aus dem Fischer Verlag. Und das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.